Ihre Norns leben. Und sie müssen sich um sie kümmern wie um ein richtiges Haustier. Sie werden sich wundern, was diese Norns alles können. Sie spielen eine wichtige Rolle im weltweit ersten kommerziellen Experiment zum Thema künstliche Lebensformen. Wir führen sie durch das Creatures-Projekt und zeigen ihnen, wie sie ihren ersten Norn ausbrüten und pflegen. Sie können Creatures vom Startknopf aus starten oder indem sie die Creatures-CD in ihr CD-ROM-Laufwerk einlegen und auf den Creatures-Knopf klicken. Der Bildschirm von Creatures zeigt ihnen die Welt, in der ihre Norns leben werden, sowie Steuerelemente wie die Klickleiste und die Menüs. Die Symbole auf der Klickleiste sind eine schnelle Möglichkeit, oft gebrauchte Menüpunkte aufzurufen. Wenn Sie nicht sicher sind, wofür ein Symbol steht, halten Sie einfach den Mauszeiger darüber und eine kurze Erklärung erscheint. Außerdem können Sie ja jederzeit Hilfe anklicken oder die Hilfetaste drücken, um weitere Informationen zu bekommen. Wenn Sie das Programm Creatures verlassen, wird der momentane Stand automatisch gespeichert, einschließlich aller Norns, die schon geschlüpft sind. Das Hauptfenster zeigt Ihnen in der Seitenansicht einen Teil der Welt, in der die Norns leben. Wenn Sie den Mauszeiger in dieses Fenster hineinbewegen, verwandelt er sich in eine Hand. So sehen die Norns Sie. Die meisten Objekte in der Welt, wie Aufzüge, Lebensmittel oder Spielzeug, lassen sich betätigen, indem man einfach darauf klickt. Kleine Gegenstände wie Käse oder Spielsachen können Sie einfach aufheben und herumtragen. Sie sammeln etwas mit der rechten Maustaste auf, bewegen den Mauszeiger an einen anderen Ort und legen den Gegenstand durch erneutes Drücken der rechten Maustaste wieder ab. So können Sie Spielzeug oder andere Sachen für Ihre Norns holen. Die Eierdiskette, die mit Creatures ausgeliefert wird, enthält Ihre persönlichen Eier. Sie haben nur 6 Stück, also gehen Sie sorgfältig damit um. Klicken Sie auf den Nestschalter in der Klickleiste und legen Sie die Eierdiskette ins Laufwerk. Ihre Eier erscheinen auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, können Sie sehen, ob die Eier männliche oder weibliche Norns enthalten. Das hilft Ihnen bei der Auswahl von Pärchen für die Zucht. Suchen Sie sich ein Ei aus und klicken Sie darauf. Wir wollen diesmal ein Norn-Weibchen schlüpfen lassen. Das Nest verschwindet nun. Sie können jederzeit weitere Eier ausbrüten, indem Sie einfach das Nest neu starten. Wenn sich die Norns paaren, erhalten sie ganz natürliche, weltweit einzigartige Eier. Das Ei erscheint nun in der Spielwelt. Obwohl die Baby-Norns in den Eiern nach einer gewissen Zeit von alleine ausschlüpfen, können sie den Vorgang beschleunigen, indem sie die Eier kurz in den Brutkasten legen. Die Türen schließen sich automatisch und das Ausbrüten beginnt. Nach etwa 30 Sekunden schlüpft ihr erster Norn. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein kleines Norn-Mädchen bekommen. Unser neugeborenes Norn-Mädel lebt und wie jedes Kleinkind hat es schon seine ganz eigene Persönlichkeit. Alles ist neu für sie, alles ist aufregend. Sie hat viel zu lernen und obwohl sie auch durch Versuch und Irrtum alleine lernen wird, können sie den Vorgang beschleunigen, indem sie sie zur Belohnung an der Nase kraulen oder mit einem leichten Klaps bestrafen. Später, wenn sie sprechen gelernt hat, können sie den gleichen Lerneffekt mit Worten wie Ja und Nein erreichen. Ihre Norn muss essen und schlafen, genau wie wir. Sie muss lernen, dass Essen etwas Gutes ist. Sie können ihr dabei helfen, indem sie ihr etwas zu essen holen und sie belohnen, wenn sie es auffuttert. Sie braucht außerdem etwas, um sich zu beschäftigen, damit ihr nicht zu langweilig wird. Während ihre Norn heranwächst, wird sie mehr lernen und Erfahrungen sammeln. Und so wird sie sich auf neue Situationen immer besser einstellen können, indem sie Erfahrungen aus ähnlichen Situationen aus der Vergangenheit anwendet und zu erraten versucht, was die bestmögliche Reaktion sein könnte. Später erlebt sie ihre Jugend und schließlich wird sie erwachsen. Kann sich möglicherweise vermehren und eine eigene Familie mit ganz individuellen Erbanlagen in der DNA gründen. Wenn Norns älter werden, können sie ihnen beibringen, zu sprechen, damit sie sich mit ihnen und miteinander unterhalten können. Taufen wir unsere neugeborene Norn erst einmal. Wählen Sie das Besitzersymbol in der Klickleiste an.
Das Besitzerset ist eines von 6 Hilfsprogrammen, Applets genannt, die Ihnen bei der Aufzucht der Nons helfen. Die anderen Applets sind das Gesundheitsset, mit dem Sie den Gesundheitszustand Ihrer Nons überwachen können. Das Forschungsset, das Ihnen einen Blick ins Innenleben Ihrer Nons ermöglicht. Das Züchterset, das Ihnen zu besseren Zuchtergebnissen verhelfen soll. Das Begräbnisset ermöglicht Ihnen, ein paar bewegende Worte zu schreiben, um der verstorbenen Nons zu gedenken. Das Leistungsset, mit dem Sie Ihre Leistungen als Nornzüchter bewerten können. Jedes der Applets besteht aus mehreren Seiten, von denen die erste immer die Titelseite ist. Klicken Sie auf die nächste Seite, um die Geburt zu registrieren. Tippen Sie einen Namen für Ihren Norn in das Feld, in dem noch unbenannt steht. Und klicken Sie dann auf den Schalter unten rechts, um die Geburt zu erfassen. Eine neue Seite mit der Geburtsurkunde Ihres Norns erscheint. Sie können auch Fotos machen, um diesen Moment festzuhalten. Wenn Ihr Norn eines Tages stirbt, können Sie eines dieser Fotos auf seinen Grabstein kleben. Wenn Sie nun in das Hauptfenster zurückkehren, sehen Sie, dass der neue Name nun im Menü auftaucht. In den Hilfedateien finden Sie noch viel mehr Informationen über die Applets. Die Welt ist riesig, voller aufregender und gefährlicher Erlebnisse. Es gibt noch andere Geschöpfe da draußen, einschließlich der bösen Grendels, die Seuchenträger sind und möglicherweise ihre Norns anstecken können. Es gibt Pflanzen, die eventuell gefährlich sind. Und lange Reisen, auf denen ihre Norns sich fürchten oder verlaufen können. Wenn Sie das Betrachtungsfenster öffnen, sehen Sie, was sich Ihr Norn gerade anschaut. Wenn er oder sie einen Gegenstand im Auge hat, dessen Namen Sie ihm beibringen möchten, tippen Sie einfach einen Namen ein. Wenn Sie diesen Vorgang ein paar Mal wiederholen, wird er die Bezeichnung bald lernen. Wenn Ihr Norn die Mauszeigerhand selbst betrachtet, können Sie ihm Ihren eigenen Namen beibringen. Die Lernmaschine verbindet Worte mit abstrakten Vorgängen, wie dem Holen oder Fallenlassen eines Gegenstandes. Eine vollständige Liste dieser Worte finden Sie in den Hilfedateien. Wenn Ihr Nornmädchen ein paar dieser Begriffe gelernt hat, kann es seine Bedürfnisse in Worte fassen und Sie können es bitten, etwas Bestimmtes zu tun. Vielleicht versteht es nicht immer genau, was Sie von ihm wollen, obwohl diesmal hat's geklappt. Norns haben eine natürliche Lebensdauer von bis zu 15 Stunden. Je älter sie werden, desto anfälliger werden sie für Verletzungen und Krankheiten und eines Tages werden sie sterben. Sie können ihnen zu einem längeren Leben verhelfen, indem sie sie gut pflegen. Wenn sie dann aber sterben, können sie mit dem Begräbnisset ein paar Worte für den Grabstein verfassen. Da sie nur 6 Eier auf der Eierdiskette haben, ist es wichtig, dass die Norms sich so bald wie möglich vermehren. Ihre Leistung als Spieler von Creatures können Sie mit dem Leistungsset bewerten. Je höher Ihre Züchterpunktzahl, umso besser sind Sie darin, erfolgreich mehrere Generationen von Norns zu züchten. Wenn sich Norns paaren, vermischt sich Ihr genetisches Material. Das Kind ist einzigartig. Eine Kombination der DNA beider Elternteile mit ein paar zufälligen Mutationen. Selbst wir können nicht vorhersagen, zu was ein Norn der Zukunft fähig sein wird. Yeah.